Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, eine nachhaltige und lebenswerte Welt für alle zu schaffen. Hey, wie läuft's? Super, die neue Regelung mit der 30-Stunden-Woche sorgt für so viel mehr Freizeit. Sehe ich auch so. Auch die faire Bezahlung und zusätzliche Leistungen wie Weiterbildung sind klasse. Du, wo hast du denn das coole Shirt her? Hier in der Stadt hat nochmal ein neuer Klamottenladen aufgemacht. Alles Fairtrade und die Sachen werden unter 100% menschenwürdigen Bedingungen hergestellt. Ach, wie schön, dass die Unternehmen hier auf nachhaltige und soziale Verantwortung setzen. Ja, finde ich auch. Ich muss unbedingt neue Masken kaufen. Durch diese verschmutzte Luft kann man ohne die Dinger gar nicht mehr atmen. Ja, ich auch, aber mein Chef ist eine Woche mit dem Lohn hinterher und so langsam wird es echt knapp. Bald kaufe ich mir entweder Essen oder Masken. Da gebe ich dir recht, die Arbeitsbedingungen sind wirklich katastrophal zurzeit. Nicht nur das, immer mehr lokale Unternehmen müssen schließen, weil die großen Konzerne alles übernehmen. Es ist so traurig, wie die soziale Ungleichheit immer größer wird. Echt schön zu sehen, wie viele kleine Geschäfte hier aufmachen. Das ist wichtig für unser Wirtschaftswachstum. Ja, das sehe ich auch so. Selbst die Luftqualität wird besser mit den Jahren. Dennoch haben wir noch große Herausforderungen mit der Umweltverschmutzung, da fossile Brennstoffe immer noch zu präsent sind. Ja, natürlich. Das können wir leider aber so nicht sofort ändern. Wirtschaftlich betrachtet haben wir ja gerade eine gemischte Lage. Manche profitieren, andere eher weniger. Ja, es bedarf aber immer noch an Arbeit für eine gerechte und nachhaltige Zukunft für uns alle. Auch wir als eine einzelne Person müssen darauf achten, aktiv daran teilzuhaben und unsere Erde nachhaltiger zu gestalten. Ja, es gibt schon einiges, was wir machen können. Und wenn jeder mit anpackt, ist die Utopie gar nicht mehr so fern. Wir sind zwar alle sehr motiviert, aber wo packen wir an? Wichtig wäre es zum einen die Unterstützung von fairen Arbeitsbedingungen durch den Kauf von fair hergestellten Produkten und die Unterstützung lokaler Unternehmen. Und zum anderen sich auch durch Informieren zu bilden und sein Wissen zu teilen. Wofür genau sich informieren? Informationen über aktuelle Probleme und wie man helfen kann. Zum Beispiel sich für freiwillige Arbeit zu engagieren oder zu spenden. Was können wir denn noch alles so verändern? Nachhaltige Konsumgewohnheiten, indem wir nachhaltiger und bewusst konsumieren. Und wie ändert sich dadurch die Wirtschaft? Dadurch, dass wir die Ressourceneffizienz verbessern, fördern wir damit die wirtschaftliche Stabilität und stärken generell die lokale Wirtschaft. Wir dürfen das Fordern von fairer Behandlung am Arbeitsplatz nicht vergessen, genauso wie das politische Engagement. Durch lebenslange Lernen und ethische Investitionen sorgen wir langfristig für eine nachhaltige Verbesserung. Verantwortungsbewusstes Handeln von uns allen führt zu einer sicheren Zukunft. Wenn wir alle da mitmachen, schafft dies eine Grundlage für eine gesunde, gerechte und wohlhabende Zukunft. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, eine nachhaltige und lebenswerte Welt für alle zu schaffen.